Recht herzlich willkommen zur 101. Folge, ich glaube, so sagt man das, ne? Von Avorion. Ja, wir sind wieder hier. Wir wollen mal gerade in unser Dingens gucken, Handelsfenster. Und die Preise sind noch stabil geblieben, obwohl wir abgespeiert haben. Also alles gut. Das bedeutet, unser Ziel ist dort. Handelsposten, der da ist, auch gar nicht mal so weit weg. Oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir nicht gegengeflogen sind, ne? Der holt da auch gerade einer was ab. Und da geht das dann nicht schief, ne? Okay, das Dock anfliegen müssen wir mal. Und dann gucken wir dann mal weiter. So. Und F drücken wir und dann gehen wir auf Güter handeln. Und ne, Antigraf-Aggregate waren das nicht. Antigraf-Einheiten waren das. 23,9, maximal 50, die kriegen wir auch hier drauf, ne? Ja, klar. Achso, wir können maximal 50 mitnehmen, es sind noch 64 da. Das bedeutet, wir können definitiv auch noch das Schiff wechseln. Müssten allerdings gerade mal schauen, wo das andere ist. Das Reparaturlog war das. Okay, das haben wir jetzt bestimmt dann im Visier, ne? T, Schiff wechseln. Und da und dort. Gucken, dass wir da nah genug dran kommen. Bam, schade, ne? Haben gleich einen Crash gemacht. Güter handeln. Antigraf-Einheiten. 64. Nicht genug Platz im Frachtraum. Was haben wir denn geladen, bitteschön? Du. Ja, du ist gut, ne? Was haben wir da? Falsch, da. Luxusessen haben wir da noch dran, ne? Ein Vorrat von 201. Ja, sehr schön. Güter handeln. Aber Luxusessen will hier keiner haben, ne? Wohl nicht. Na dann. Ach so, wir sollten vielleicht das Schiff wechseln. Weil wir müssen es machen, soll. Funktioniert ja nicht wegen unserem fehlenden Kapitän da, ne? Und da ist es jetzt. Und interagieren wir, Befehle geben und mich eskortieren und dann fliegen wir da mal gerade weg. Und müssen jetzt eigentlich das Reparaturdock anfliegen. Aber was wir auch gucken müssten, das können wir jetzt hier gerade machen. Wo werden wir Luxusessen los? Wenn überhaupt, ne? KL Luxus gibt's hier nicht. Alles klar, das heißt, unser zweites Schiff fliegt uns hinterher. Und wir schauen zu, dass wir irgendwo die, ja, wie heißt es? Das Reparaturdock finden. Das war jetzt der Handelsposten. Da unten geht's weiter, alles klar. Da ist das Reparaturdock und da fliegen wir jetzt hin. Sehr interessant, das ist das Reparaturdock. Und das Symbol ist hier irgendwie irre, ne? So. Jetzt bei dem so, ja, es gibt auch ein Ausrufungszeichen. Sollten wir mal gerade interagieren und kurz gucken, was das schwarze Brett sagt. 40 Antigraf-Einheiten.
Ja, die haben wir doch geladen, ne? Dann können wir das so annehmen. Gut, dann einmal näher. So. Dann das F. Und dann verkaufen wir die. Haben ganz viel Geld gemacht dabei. Ja, und können jetzt nochmal docken und den Rest verkaufen, oder? Um noch 10 zu verkaufen. Machen wir auch noch. Nochmal 4 Millionen. Gut, und was kann man hier noch verkaufen? Kein Luxusessen, ne? Das ist aber schade. Ja, die verkaufen wir nur. Gut, unser zweites Schiff ist in der Nähe, ja. So, was machen wir jetzt? Können wir mal den Handel angucken, aber ich glaube, die Antigraf-Einheiten können wir dann noch kaufen. Wie waren das denn noch? Das waren ja noch ein paar, die da haben, ne? F brauchen wir. Güterhandel, die hat noch 64, meine ich eben, ne? Da müssen wir hin. Antigraf-Einheiten, 64, können wir nochmal 50 kaufen. Macht vielleicht Sinn. Liegen ja auch ziemlich nah nebeneinander hier gerade, ne? Okay, da ist ein dickes Schiff. Ist aber nicht so wild. Docken trotzdem daneben an. Güter handeln. Und kaufen hier nochmal 50. Gut, dann haben wir die 14 da gleich noch. Und fliegen jetzt wieder zurück. Zum Dingens, sag schon. Zum Dock, wo ist es? Da ist das Reparaturdock. Ja, der freut sich, dass er wieder umdrehen kann, unsere Beleidigung. Das ist hier das Richtige. Mit dem Bug im der Anzeige des Schiffes. Eigentlich sollte das nicht da irgendwo im Raum sein. So, da sind wir. Gehen auf Güter handeln. Können ja gerade noch mal gucken. Die haben noch ein Ausrufezeichen da dran. So, dann machen wir noch mal F. Gucken nochmal schwarzes Brett. Jetzt wollen sie Plastik, okay. Dann machen wir das nicht, sondern verkaufen die Antigraf-Einheiten direkt. Zack. Okay. Haben wir wieder ein bisschen Geld mehr gemacht. 500.000 waren es ungefähr, ne? Lasermotoren haben wir noch im Vorrat von 29. Okay. Lass mal gerade hier nochmal reingucken, ob die Lasermotoren noch haben wollten. Nee. Ist die Frage, wo wir die loswerden, ne? Ja. Wieder unser Handelssystem einmal abfragen. Und gucken beim Verkauf, ob es da auch Lasermotoren gibt. Gibt es aber nicht. In diesem Sektor ist das also erledigt. So, wir sind hier und wollen wohin? Da ist ein Asteroid von uns. 4 Millionen sind aber zu wenig. Hier haben wir unseren Ölbohrturm. Da ist nix. Wo fliegen wir hin? Gute Frage, ne? Hier blipst auch nix. Und da ist noch ein Punkt, den wir noch nicht kennen, aber da müssen wir zweimal springen. Was da?
Noch ein Asteroid, okay. Da ist Notruf. Könnte auch eine Falle sein. Da ist auch ein Asteroid. Das waren Piraten. Das ist die Frage, wo wir hinfliegen, ne? Da ist auch noch ein Blips. Genauso wie da. Ich denke, wir fliegen hier hin. Was ist das für ein Tor? Das ist das Südtor. Okay, da müssen wir erst hin. Das passt ja dann. Und hoffen, dass die dann nachkommen. Unser zweites Schiff. Aber die kurze Entfernung sollen sie ja gleich hinkriegen, ne? So. Dann gucken wir mal kurz nach weiteren Möglichkeiten, hier was loszuwerden. Da ist ein Handelsposten. Ja, komm, wir haben ja unser Handelsmodul. So. Verkaufen müssen wir gucken. Antigrav-Einheiten. Kannst hier für 22 loswerden, die nichts bringen. Laserkompressoren. Wir haben die nicht. Da ist nichts mehr. Andere Fraktion greift hier an. Sehr interessant. So, alles das, was hier ist, haben wir nicht. So, das bedeutet, das Schiff wird gleich kommen, denke ich. Das ist das Südwesttor und das sollten wir dann auch nehmen, ne? Ja. Fliegen wir mal dahin kurz. Das ist nur die Frage, wo das andere Schiff ist. Na, Torgebühr bezahlt, das heißt, es muss da sein. Ist es auch. Das bedeutet, wir können weiter fliegen. Und die sollten hinterherkommen. Die sollten wissen, wo wir durchgeflogen sind. Okay. So. Gucken wir wieder, was hier gibt. Hier gibt es Plastikhersteller. Wir wollen erstmal was verkaufen, wenn. Und zwar Luxusessen können wir hier verkaufen. Das ist aber ein schlechter Preis, aber wie sehe ich das? Auf der anderen Seite wollen wir die Dinger jetzt mal loswerden, oder? Aber die nehmen noch nicht mal so viel. Ich glaube, oder? 200? Ich glaube, 200 hatten wir. 205 oder irgendwie sowas. 111 auf 133 ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Das ist das, ne, das ist die Farm hier, Schafsranch. Was wollen die denn haben hier im schwarzen Brett? Wasser brauchen die und Dingens. Plastikhersteller. Schwarzes Brett. Die wollen Öl haben. Könnte man liefern, ne? Da unten ist noch ein Händler. Was ist das für ein Ding? Fusionskernfabrik. Okay. Was verkaufen die denn hier? Schwarzes Brett haben sie schon mal gar nicht. Und wir könnten Fusionskerne kaufen. Unser Frachtraum hätte maximal 50. Bei 4.800. Ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, das brauchen wir. West-Nordwest-Tor. Das wäre dahin fliegen. Ach so, hier ist der Blips. Nur wenn wir da hinspringen, kommt unser Schiff nicht hinterher, ne? Wir fliegen erstmal dahin. Und dann lassen wir das Schiff da stehen und wir springen da hin und holen das nachher da wieder ab, oder?
würde Sinn machen, würde ich sagen. Oh, der kommt aber flotter durch, ne? Das heißt, das Tor ist nicht das Richtige, sondern das Tor ist das Richtige wahrscheinlich dann, ne? Süd-Süd-Ost-Tor. Gut. Süd-Süd-Ost-Tor. So. Und hinein, Oglotto. So, hier sind wir jetzt. Und hier ist ja nichts, ne? Können wir nochmal gucken. Hier sieht man nur zwei Schiffe. Wer der zweite ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, da. Das ist ein Kaufmann. Können wir mal anfunken. Aha. Gut. Achso, naja, das brauchen wir jetzt nicht. Sondern wir wollen die Karte haben. Wir wollen gerade einmal hier reinschauen. Und springen dahin. Falsche Richtung, war klar. Jetzt haben wir aber die richtige Richtung. Jetzt meckert das andere Schiff gleich, dass wir nicht erreichbar sind. Aha, hier ist eine Forschungsstation. Oh, das sieht ja krass aus. Ja, dann lass uns doch mal gerade gucken, dass wir hier auf der Karte notieren, wo wir sind. Warte mal. Hier gibt es 850 Asteroiden. Eine Station ist die Forschungsstation und die werden wir jetzt mal hier gerade eintragen. Notiz hinzufügen. Forschungsstation. So. Okay. Sag jetzt nicht, das Schiff ist uns gefolgt. Ne, siehst du. Habe mir gedacht, dass es nicht klappt. Ja, jetzt ist die Frage. Gibt es hier was Interessantes oder nicht? Das da hinten sieht da so aus. Da müssten wir mal gerade Modul wechseln, oder? Das Handelssystem am austauschen. Wertvolles Objekt gefunden. Und das ist da. Ein Container. Ein Geheimversteck. Oh, hier gibt es ganz viele Asteroiden. Oh, wir sind schon dran, ne? Ja, wir wissen, was ihr da für Probleme habt. Was sagt er denn jetzt hier gerade? Wertvoll sie weggewonnen und... Okay. F interagieren, öffnen. Was war das für ein Ding? Schildverstärker, okay. Okay. Okay, das ist ja ein cooles Ding für Torpedos. Gut, das bedeutet, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Schiff, damit das nicht mehr so rumheult, weil das die ganze Zeit piept. Und dann müssen wir da lang. Und zack. Und dann hört das Piepen auf. Keine Ahnung, wo das Schiff jetzt ist, aber hier irgendwo ist es. Da unten. Da ist er. Der wollte tatsächlich nicht nur durchs Tor, sondern irgendwie zu uns und konnte nicht springen. Sehr, sehr interessant. Gut, okay.
Aber jetzt würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann und denkt dran, noch kein Abo, dann Abo. Und wenn ihr das gut fandet, dann Daumen hoch. Danke, bis dann. Tschüss.